Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 8 Monate sind jetzt vergangen, seit Bundestag und Bundesrat die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuregelung der Grundsteuer nach langem Gezerre und sehr ausgiebigen Beratungen in der Finanzministerkonferenz beschlossen hat. Die Länder konnten sich abschließend nicht auf ein Modell verständigen, und so gibt es nun das sogenannte Bundesmodell. Und es gibt eine Länderöffnungsklausel, dass Länder eigene Regelungen machen können. In den Debatten in den anderen Ländern ist der Sachstand jetzt der, dass in den 8 Monaten die anderen Länder fast alle es geschafft haben, diese Debatte zu führen. Und wir haben überall in den Ländern Tendenzen oder auch schon Entscheidungen, was gemacht wird, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Wir stellen fest, nur NRW scheint dieses Thema auszusitzen. Vielleicht hat der Kommunalwahl damit was zu tun, keine Ahnung. Aber wir meinen, es ist endlich Zeit für eine Entscheidung, und die Kommunen brauchen jetzt Klarheit. Das Bundesmodell hat als Berechnungsgrundlage Bodenwert, Alter des Gebäudes und pauschalierte Mieteinkünfte. Auf Bundesebene gibt es dazu inzwischen eine Bewertung vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags, die nachvollziehbar an diesem Modell verfassungsrechtliche Bedenken geltend machen. Uns hat ehrlich gesagt in der Debatte, und das stellen wir heute hier zum Antrag, haben die Argumente überzeugt, die für eine sogenannte modifizierte Bodenwertsteuer sprechen. Dabei ist die Berechnungsgrundlage nicht mehr das Gebäude, sondern Berechnungsgrundlage ist dabei Grundstücksfläche und Bodenrichtwert. Der Vorteil ist, neu geschaffener Wohnraum löst dabei keine höhere Besteuerung aus, denn die Gebäudefläche wird nicht mitbesteuert. Im Ergebnis führt eine solch modifizierte Bodenwertsteuer, wie Baden-Württemberg sie jetzt plant, zu mäßig höherer Belastung für Einfamilienhäuser, aber sehr im Rahmen, deutliche Entlastung für Mehrfamilienhäuser, besonders in angespannten Innenstadtlagen. Ungenutzte Grundstücke werden höher besteuert und Gewerbeflächen werden entlastet. Die Wirkung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wirkung, und das ist ja dann Grundlage auch für eine Entscheidung, für welches Modell man sich entscheidet, die Wirkung ist mit dieser Steuer bodenpreisdämpfend. Es ist eine Wirkung gegen Bodenspekulation, die wir ja besonders in diesen großen Innenstadtlagen haben. Wir können ungenutzte Grundstücke, die für Wohnbau spekulativ leer gelassen werden, können wir damit ein wenig, ich will es nicht überbewerten, aber ein wenig den Druck erhöhen, hier ungenutzte Grundstücke zu mobilisieren. Und wir stärken damit die Innen-vor-Außen-Entwicklung und können damit auch noch eine ökologische Komponente setzen, dass hier mit Grund und Boden auch ökologisch vertretbar umgegangen wird. Deswegen, ich finde, die Argumente sind schlagend. Wird dieses Modell auch, es baut nämlich auf das Bündnis Grundsteuer zeitgemäß, was vom NABU, vom BUND, vom Institut der Deutschen Wirtschaft, vom Deutschen Mieterbund und vielen anderen unterstützt wird und eben jetzt auch in Baden-Württemberg eingeführt wird. Die Modifizierung besteht darin in Baden-Württemberg, und auch das würden wir unterstützen, dass am Ende Wohnen durch diese Reform im Durchschnitt nicht teurer wird, und auch das wollen wir ja nicht, also eine ökologische Lenkungswirkung, Wohnen soll nicht teurer werden, gegen Spekulation hat Baden-Württemberg vor, hier gegenüber Gewerbegrundstücken, Wohngrundstücken mit einem Abschlag von 30% bei der Steuermesszahl zu berücksichtigen, sodass wir mit so einer Modifizierung in der Wirkung tatsächlich hier überall aus unserer Sicht hier nur positive Wirkungen haben. Es wird verfassungsrechtlich nicht problematisiert. Und schlussendlich, bei allen positiven Argumenten kommen noch dazu, es ist vom Verwaltungsaufwand her erheblich vereinfacht, und wir haben administrativ dann auch weniger Aufwand. Also, ich finde, die Argumente sind schlagend, und ich bin mal gespannt, was der Finanzminister da noch an Gegenargumenten hat. Ansonsten hoffe ich, Sie ein wenig überzeugen zu können von diesem Modell. Vielen Dank.